Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999 Sit. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Anton? Na, Anton. Endlich Ballon d'Or. Ey, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video starten soll. Der Titel vom Video ist kein Scherz. Ich habe eine Einladung bekommen für die Ballon d'Or Gala, Leute. Ich bin schon in Frankreich gelandet, genauer gesagt in Paris. Und erstmal ein riesen Dankeschön geht raus an das Team von Prime Video Sport, die mich hier diesen Tag ermöglichen. Ich werde euch heute den ganzen Tag mitnehmen, überall, wo es nur geht. Ja, ich muss erstmal was trinken. Freunde, ich bin Messi-Fan seit 18 Jahren und hätte mir jemand als kleines Kind erzählt, yo, Digga, du wirst mal 2023 live im Saal miterleben, wie Messi. Ja, wie krass ist es eigentlich, dass Anton da war? Ich wusste das gar nicht. Es wurde ja anscheinend schon geleakt. Fabrizio Romano hat sogar schon gepostet. Ey, das ist komplett surreal. Wir holen jetzt erstmal meinen Koffer. Da drin befindet sich der Anzug. Der ist ganz, ganz wichtig für so einen besonderen historischen Tag. Und ich habe mich hier am Flughafen gerade noch frische Schuhe gezogen. Finde ich eigentlich ganz lässig dann. Anton, bitte. Ein Anzug plus Sneaker. Ryan Lucas and shit. Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht, mein Koffer. Ja, ist nicht verschwunden, er ist da. Matik, ey, es regnet und es ist wirklich arschkalt. Wie hat's überhaupt Speed dahin geschafft, Digga? Mich hat schon gewundert, dass er überhaupt die Namen wusste von Bernardo Silva, Ruben Dias und so. Dann nichts damit zu tun. Wir gehen jetzt erstmal ins Zentrum. Das findet dort im Operntheater statt, in der Nähe vom Triumph. Da ist auch mein Hotel. Ich blende euch mal ein geiles Edit selber ein. Das wären die Gewinner in den letzten 14 Jahren von Ballon d'Or. Alle gemeinsam auf einem Bild. Wir fahren gerade. Digga, das geht bei so einer ernsten Veranstaltung, ne, wo alle so gefühlt Stock im Arsch haben. Dass er da so Kacke macht, ne? Der Typ. Königliche Straße, Rue Royale. Okay. Ah, ich kenne den Platz. Kann man da hinten ragt der Eiffelturm schon raus. Jetzt Zahlverdank für 10. Ja, da ist er. Wenn mich nicht alles täuscht, das müsste das Louvre-Museum sein. Boah, ich bin jetzt fast 1,5 Stunden vom Flughafen bis zum Hotel gefahren, aber Gott sei Dank sind wir extrem früh dran. Und hier bleibe ich für eine Nacht. Es ist auch nur 500 Meter zu Fuß von der Location entfernt. Check mal erstmal ein. Bonjour. J'ai une réservation. Oha, man wird hier direkt begrüßt mit einem riesigen Spiegel, Digga. Das Zimmer ist sogar voll groß, Mann. Ich habe hier sogar ein Waschbecken, Digga, im Wohnzimmer. Noch mehr Spiegel. Bam, Digga. Let's go. Also, Zimmer, ihr seht schon, wirklich sehr großzügig gestaltet. Hier haben wir direkt die Toilette. Und mir fällt direkt auf, dass es hier voll gut riecht, Mann. Hier sogar noch eine Badewanne mit Dusche inkludiert. Ich blende euch mal eine Übersicht ein. Der Gewinner der meisten Ballon d'Ors aller Zeiten, Messi, eilt einfach allen davon mittlerweile dann schon drei Chris mehr als Chris hat trotzdem 5. Stell dir mal vor, Chris wäre in der Zeit, wo Messi nicht da war. Die haben sich ja gegenseitig welche geklaut, ne? Messi hätte bestimmt so 14. Und Ronaldo hätte auch 10 oder so. Hallo. Und danach kommen dann noch ein paar Spieler wie Platini. Okay, 14. Jetzt habe ich verkackt. Ich meine 12. Mit 3 Ballon d'Ors jeweils. Und ich kann mir beim besten für 20. vorstellen, Lever robbt Lever und Haaland robbt beide. Solange ich noch lebe, in den nächsten 50 Jahren, jemals ein Spieler das nochmal toppen wird. Chicken Nugget, danke dir. So, jetzt erstmal den Koffer auspacken und ich zeige euch mein Outfit. Ich habe ein kleines Dilemma. Natürlich neige ich eher zu dem langen Hemd, Freunde. Ich hätte theoretisch hier sogar noch eine Fliege dabei. Ich glaube, das würde richtig nice aussehen. Aber natürlich, falls ich irgendwie doch nah an Messi kommen sollte, wäre das mit einem kurzen Shirt viel einfacher, ihm schnell da mein Tattoo zu zeigen. Weil bis ich das hochkrempel, ist wahrscheinlich schon wieder weg. Deswegen muss ich es mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall habe ich hier noch einen dunkelblauen Anzug dabei. Der ist hier customized mit den Details. Blaue, rote Nähten. Natürlich für das sieht man nicht, Anton. Und das Highlight befindet sich hier drinnen. So, das ist innen drin. Ich dachte gerade, es wäre sein Shirt da drunter. Ach du Scheiße. Aus Seide das Bild von Leo und mir. Plus steht hier drinnen noch Lionel x Anton Viscavarsa. Digga, wie doll muss man jemanden lieben? Also ich hätte mir wirklich krank keinen besseren Tag aussuchen können als diesen Anton. Ich schwöre, er übertreibt, ne? Tattoo und so, ja, okay. Also nimmt langsam so völlig kranke Form an.
rocken, wo Messi seinen allerletzten achten Ballon d'Or bekommt. Bevor wir uns in Schale werfen, gehen wir jetzt erstmal um die Ecke hier etwas essen. Im Anzug drinne, das sieht doch keiner außer er selber. Der holt sich doch auf einmal runter. Das Café sieht eigentlich ganz gemütlich aus. La Cooperativ. Tire. Okay. Ja, ist voll. Muss gut sein. Oh, der Junge gönnt sich einen Crepe. Ich bin zu neidisch. Hola, bonjour. In person? Ich rede mal mit dir. In person. Ich entscheide mich für die Fish and Chips mit Tartar-Soße, keine Ahnung was es ist, hausgemachte Pommes und Salat. Fish and Chips avec le sauce tartar et le frites maison et salat. Also das duftet schon mal wirklich nach einer 10 von 10. Ja, ist Fish and Chips in Frankreich. Digga, was machst du, Anton? Was machst du? Boah, der Fisch schmeckt richtig geil. Pommes auch super. Zu den Top 9 gebe ich mir eine 5. Also Leute, jetzt müssen wir... 9? Das heißt nicht so gut. Auch nochmal ganz kurz Real Talk führen. Natürlich hätte es Haaland heute auch absolut verdient, seinen allerersten Ballon d'Or zu gewinnen. Er hat gefühlt 2 Millionen Tore geschossen, den Premier League Torrekord gebrochen, das Triple geholt mit Manchester City und vor allem auch ihre erste Champions League Trophy in ihrer Vereinsgeschichte geholt. Aber es gibt eben auch noch genug Argumente für Messi. Ne? Er hat eben den wichtigsten Pokal im Weltfußball und das ist nun mal die WM gewonnen. Und das auf eine Art und Weise, wie er die Mannschaft getragen hat mit 35 Jahren, das war einfach nur magisch. Sowas gab es nur ganz selten. Kolumwani, 120. Minute, hätte er das Tor gemacht, wäre Mbappé Weltmeister, wäre Ballon d'Or-Sieger. Er macht ihn nicht. Messi Weltmeister-Sieger, Ballon d'Or-Sieger, obwohl Haaland es verdient hat. Macht keinen Sinn! Zum Beispiel damals bei Maradona oder Pelé. Er hat auch insgesamt fast so viele Scorer diese Saison erzielt wie Haaland. Nee, das macht... Hätte. Es macht keinen Sinn, dass an sowas festgelegt wird, wer die beste Leistung gemacht hat. Da hat der Spieler keinen Einfluss drauf. Es macht keinen Sinn, so auf Titel zu gucken. So Finale ist genauso ein großes Achievement, Finale zu kommen. Nee, okay, nicht genauso, aber natürlich. Ist Titel mehr, aber 6 Spiele, Digga, 6 Spiele gegen eine ganze Saison plus Champions League. Macht keinen Sinn. Haaland, natürlich verstehe ich auch die Meinung von den Leuten, wenn sie sagen, ey, Haaland war aber viel, viel krasser und in der Champions League ist Messi abgetaucht, kann ich komplett nachvollziehen. Aber er hat nun mal seine Karriere mit dem WM-Titel perfektioniert und vollendet und ich denke, er wird es heute auch zu 99,999% machen. Und der Anzug sitzt doch schon wie angegossen, das haben mir die Bespoken-Jungs, Grüße gehen raus, mal an meine Maße anfertigen lassen. Das wäre jetzt quasi hier die lässigere Variante mit dem T-Shirt drunter. Ich bin kein Ronaldo-Fan, ich sag selber, Messi ist der Beste aller Zeiten. Ich bin auch kein Haaland-Fan. Hart auf hart könnte ich das Sakko schnell ausziehen und Leo dann mein Tattoo zeigen. Aber Leute, ich bin im Pressebereich. Ich weiß wirklich nicht, wie nah ich an ihn rankomme. So, und das wäre die klassische Variante. Und der Letzte, der sagt, wegen Tore ist der und der Beste. Weil Tore sind völlig overrated, weil meistens nur Tap-ins sind. Wie es auch bei Haaland ist. Aber viel mehr als Haaland hätte man nicht leisten können. Oder man kann nicht mehr leisten. Champions League gewonnen. Premier League Torrekord plus Premier League Win. Pokal gewonnen. Und mit Norwegen hat er leider keine Chance. Was soll er machen? Nicht mal so, dass er rausgeflogen ist oder so. Für heute Abend. Ja, das ist natürlich schon deutlich passender. Ich laufe jetzt schon zum Théâtre du Châtelet. Ich habe mich jetzt doch für das... Messi ist wichtiger fürs Team. Digga, der spielt mit Neymar und Mbappé zusammen und fliegen Achtelfinale raus. Oder sowas, keine Ahnung. Casual Outfit entschieden, Freunde, weil falls es das Schicksal will, dass ich ihn wirklich treffe, dann muss ich ganz schnell ready sein, weil das Tattoo ist meine einzige Chance. Die Aufregung steigt und steigt. Und jawolski, pünktlich kommt doch noch die Sonne raus. Okay, Leute, ich glaube, diesen Konflikt... Ibra hat 35 Tore geschossen, bei PSG wurde Ligue 1 nicht wertgeschätzt. Bravo. Messi hatte letzte Saison 38 Spiele, 39 Scorer und das in der Ligue 1, mein Freund. Und Haaland hat, glaube ich, in 30 Spielen 38 Tore gemacht in der Premier League. Das war was ganz anderes, mein Freund. Trainer wird unter anderem die Fernsehproduktion sein. Und in wenn mich Mbappé und sonst was, wenn ich die bedienen kann, natürlich mache ich 1000 Assists. So wie mit De Bruyne und Tore. Gebäude muss ich mir jetzt die Akkreditierung holen. Ich hoffe, ich kann da so viel es geht filmen mit dem Ball. Ja, da stehen noch schon ein paar Fans, die hoffen, da über den Zaun blicken zu können. Ich bin richtig. Jawohl, ich habe hier meinen Ausweis, Freunde. Da sogar mit Bild von mir, Ballon d'Or, das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Und ich habe Zugang zur Jobzone, das ist da, wo die Spieler dann draußen ankommen. Und zum Presseraum. Das ist hier auf der allerobersten Etage. Okay, hier ist dann gleich der Pressebereich. So, reicht mit Fußball.
Ja, keine Ahnung. Lass jetzt den Block genießen, dass wir so, weil sonst hatten wir nie irgendeinen Einblick beim Ballon d'Or, deswegen finde ich es richtig geil, dass wir jetzt mal so gucken können, wie es hier aussieht so. Mal Freestyle rum, Digga. Das geht ja. Man kann schon sagen. Das ist in so einer scheiß Oper oder Theater oder sowas, ne? Hier ist der Pressekonferenzenraum. Ja, da werden die Sachen schon vorbereitet. Boah, da wird einfach Messi danach sitzen. Oh mein Gott, Digga. Die werden schon die ersten Proben gemacht. Boah, die starren mich schon alle an, ey. Die denken sich so, wer ist dieser junge Kerl hier, der hier rumläuft ohne niemanden? Nein, oder? Können wir jetzt echt schon in den Saal schauen? Ich dreh am Rad. Oh mein Gott. Wow. Ist das ein Opernraum? Oder was ist das? Was geht Opernsaal? Denn hier ab? Alter Walter, Leute von. Warum sind die so gebildet, dass man übereinander ist? Ein Theater? Das ist ja gar nicht so wie so ein Stadion oder so. Warum ist eine Basketballarena nicht so, dass man so einfach übereinander ist? Weil dann ist man viel näher dran. Akustik? So können nicht so viele Leute da sitzen, ne? Deswegen macht man es nicht. Und hier werden wir das Ganze dann verfolgen. Boah, sieht das mächtig aus. Schaut euch mal diese Decke an. Theatre di Schatterling. Ah, die simulieren das Ganze gerade und proben. Ah, ja, dann da ist er. Boah. Ja, man kann das halt 0,0 realisieren, ne? Was man hier erlebt. Oh mein Gott. 20 Zoom 5. Gott, Leute, ich fasse es nicht. Ich habe sogar Zugang zu dieser Area hier. Da kommen die ganzen Spieler an. Digga, wenn ich da an der Seite stehe, dann habe ich wirklich zwar eine riesen Chance, da ein paar Bilder abzusneaken. Auch so ein Banner aufgestellt, Champagnerflaschen, 1000 Mitarbeiter hier. Oh mein Gott, und da drin in der Vitrine, da ist der Ballon d'Or. Ich fasse es nicht. Was ein Film, Digga. Und erstmal hier. Was würde passieren, wenn Anton sich keinen Anzug anzieht, sondern einfach so ein scheiß, also einfach ein normales Outfit? Santa, danke für die 26 Monate. Ich bin echt gespannt, wo die mich danach hinstellen. Was kann man hier machen? Ballon d'Or Ceremony. PS5 auch voll riesig als Sponsor. Ah, okay, man kann hier Bilder mit dem Ballon d'Or machen, aber es ist dann wahrscheinlich nicht der echte, sondern nur eine Replika. Aber sieht schon geil aus. Ballon d'Or, France Football. Okay, und das ist dann der rote Teppich. Oh mein Gott, stehen da schon viele Fans draußen. Boah. Da werden dann die ganzen Bilder geschossen und Messi läuft dann wahrscheinlich hier so durch, ne? Okay, man kann sich schon eigentlich alles sehr gut vorstellen. Digga, ich laufe hier einfach reckless durch, ne, überall. Egal. Schaut mal, wie viel Polizei da auch schon steht. Junge, Junge. Geil, Digga, wie frei ich mich hier bewegen kann. So, Leute. Digga, cool. Da steht einfach später Messi und so. So lockere AP oder was habe ich da gesehen? Oder war das eine Fitek? Ja, das sieht aus wie ein Factory Set irgendwas. Als ob die Lunette oder Dings ist. Mit Diamanten. AP? AP, ja. Casio? Nee. Der hat bestimmt eine AP angezogen. Also, er hat auf jeden Fall Uhren. Ich weiß jetzt aber auch mal hier nochmal durchzulaufen. Hier sieht es richtig sick aus. Da um die Ecke. Mach mal. Stimmt, irgendwas Schönes angezogen am Tag. Digga, die ganzen Fans schon. Oh mein Gott, ah, hier ist der krasse Bereich. Boah, Digga. Da werden dann die ganzen Fotografen so stehen. Gucken wir mal auch mal durch die Scheibe. Ja, okay. Ich tippe mal, es sind ein paar hundert Fans da draußen. Also, es geht eigentlich. Ich hätte mehr erwartet, dass da die ganze Straße vielleicht voll ist. Ich dachte wirklich nur, Leute, dass ich hier so quasi Zugang habe. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Messi dann zu einem Journalisten kommt, ist natürlich ultra gering. Aber wenn ich dann auch mich dorthin stellen kann, bei den Treppen, Digga, wo es dann wirklich schon mehr private ist. Ich habe so Hoffnung, ne? Come on, bitte, Leute, drückt mir die Daumen, Digga. Wenn wir nochmal ein Bild mit Messi bekommen, wäre so krass. Aber auch natürlich die anderen. Ich glaube, Bellingham ist auch vor Ort. Haaland bestimmt auch, Mbappé. Als ob da einfach ein paar Zuschauer sind, da ja schon ein Messi-Trikot. Was geht, Jungs? Alles klar? Schaut mal, Leute, ist auch eine ganz geile Aufnahme. Deutsche. Hier im Erdgeschoss quasi. Boah, da werden alle Stars rumlaufen. Ruf dann für 33. Junge, Junge. Wisst ihr, glaube ich, was heute unbeschreiblich wird? Der Moment, wenn Messi den Ballon d'Or in die Hand gedrückt bekommt und dann sich den Applaus vom Publikum abholt. Ich glaube, der wird minutenlang gehen. Das ist so ein heftiger Gänsehaut-Moment. Ich weiß auch, vor ein paar Jahren, das Publikum einfach nicht aufgehört zu klatschen und Messi dann schon richtig so verlegen auf der Bühne und heute wird das nochmal getoppt werden. Das ist eine nice Theorie von hier oben. Perfekten Überblick. Der Saal füllt sich immer mehr und mehr. Hier wird dann Messi rauskommen und sagt dann auch erstmal den Kindern hier auf den Screens Hallo. Ja, diesmal nicht verdient, minutenlang Applaus.
Die sind so dazugeschaltet und dann läuft er die Treppe hoch. Mann, Junge, Fabrizio hat so die ganze Zeremonie gefickt, dass er gelegt hat, wer gewinnt, Mann. Das wäre so spannend gewesen. Mein Tutu sehen, ich werde mal kurz auf den Kopf ausziehen. Come on, Leute, die Chancen sind legit 85%. Oh, da ist Eichhorn Speed, Leute. Ja. Einfach Speed am Stinsel. Und Reserva da mit dem roten Anzug, auch natürlich am Start. Messi oder Ronaldo? Yeah. Ah, und er sagt Ronaldo. Der dreht sich wieder wie ein Schwanz, ne? Speed. Digga, da ist ja keine Angst, da tut nichts. Da sich da nicht mal so ein bisschen schämt, irgendwas zu machen vor so Leuten mit Anzügen und so. Man ist doch automatisch dann so ein bisschen so vornehmer. Man sucht sich zu benehmen und so. Nein, den juckt es nicht. Sympathiepunkte gesammelt. Wer ist das? Ja, er hat Messi gesagt, Irrmann. Soll ich Speed mal auf provokant mein Messi-Tattoo zeigen? Das wäre eigentlich witzig, ne? Yo, Speed, he's the best. Huh? He's the best. Bro, get that out my face. Geil. Sorry, Speed, wenn du das siehst. Der super muss Szene, super Szene. Nein, ich konnte es nicht nehmen. Ich bin ready zum Hochtrempeln. Das ist meine Riesenchance. Oh mein Gott, da kommt Divo, Digga. Oh, Alter, mit dem wir auch ein Foto legendär. Warte, ich zeig's ihm auch einfach. Da ist er, Jungs. Oh mein Gott, ich bin bei ihm schon voll aufgeregt, Digga. Weltmeister, Legende, Mann. Was er gehalten hat, 123. Minute gegen Juani. Boah, Leute, genau so wird Messi gleich da. Digga, mit wem telefonieren die da? Wer ist denn da dran? Ich hab so einen Herzklopfen. Divo, irgendwelche da was? Copa del Mundo. Gracias para todas sus palabras. Danke für die tolle Parade. Er meinte que grande, das heißt, wie großartig. Und dann meinte ich noch zu ihm, danke für alle deine Paraden. Und er so gern geschehen, nicht zu danken. Ja, wen sehen wir da auf dem Screen? Eden Hazard, Digga, kommt auch gleich durch. Und das steppt er entlang. Daden. Korrekt, Hazard macht echt mit jedem Bild, der ihn fragt. Oh mein Gott, Freunde, da kommt Erling Haaland. Boah, mit ihm wär's auch zu krass. Weil er wird safe auch den Ballon d'Or gewinnen. Er hätte es, wie gesagt, auch dieses Jahr verdient gehabt. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass das noch... so free Auswahl haben in Norwegen, ne? Guck mal an, was hier los ist, wie viele Menschen da sind. Also selbst hier ist es echt nicht einfach, die 2 Sekunden zu bekommen. Lol, da ist Rodri. Ich bin lost, es war doch Ruben Dias, nicht Rodri. Haaland, jetzt kommt er. Ich probiere alles, Leute, ich frage ihn auf Deutsch am besten. Oh mein Gott, Bernardo Silva auch noch, Ederson. Das ist Man City. Sie kriegt ein Bild, sie ist auch eine TikTokerin. Come on, ich bin ganz nah dran. Da steht er. Das ist nicht gut. Da steht er. Erling, können wir auch noch ein Foto machen? Keine Chance. Warum könnte der das rein? Warum wollte er denn auf Deutsch? Er ist auch schon mit seiner Freundin die Stufe. Hast du da gehofft, dass er Deutsch kann, oder was? Da hochgelaufen. Ah, Digga, wie gesagt, ich habe wirklich nur bei Messi den Ass im Ärmel wegen dem Tattoo. Das hat nämlich auch den Divo voll gefreut. Da ist auch Haalands Papa. Können wir auch noch ein Foto machen? Aber wie gesagt, kann man die Spieler auch nicht übel nehmen, ne? Selbst hier werden die so krass belagert, Leute. Da kommt er. Oh mein Gott, Julian Alvarez auch noch. Die ganze Argentinier so gut Deutsch zeigen. Gleich. Er geht nochmal zu den Kindern. Julian, mira la Copa del Mundo. Podemos hacer una foto? Gracias. Está bien. Gracias. Mundo. Podemos hacer una foto? Gracias. Julian, einfach 6. Platz, ne? Schönes Bild. Stimmt, er hält ja Luciano. 7. Geil. Kai Dank für 5. Ja! Er so que bien, das heißt wie gut. Freunde, meine Knie sind richtig zittrig. Messi. Achso, er hat die Schuhe angezogen. Kommt wirklich als allerletzte. Okay, aber die passen dazu. Das ist gleich. Als ich das erste Mal ihn getroffen habe. Wir sind richtig zittrig. Messi kommt wirklich als allerletztes. Gleich. Als ich das erste Mal ihn getroffen habe, kam das ja so von 0 auf 100 und ich hatte kaum Zeit, um nachzudenken. Aber jetzt warte ich hier schon seit über 3 Stunden und natürlich steigt da immer mehr die Nervosität. Und da ist Didier Drogba, der die Show ja die letzten Male auch moderiert. Hey. Digga, wer ist das? Und da ist... Die, wer ist das? Didier Drogba, der die Show ja die letzten Male auch moderiert. Hey, da ist Ter Stegen, Digga. Oh. Und der Präsident von Barca auch, Joan Laporta. Mann, ich hab's, Digga, wieso hab ich nichts gesagt, Mann? Ich hab mir gerade keinen Mucks rausbekommen, das war ganz komisch. Marc, nicht aber im Deutschen? Ich hab mich so unwohl gefühlt, weil er halt mit seiner Freundin gerade hochläuft und ihr so geholfen hat. Da wollte ich mich so dazwischen wischen. Oh, da ist Lautaro. Lautaro Martinez. Yes.
Alejandro Balde auch am Start. Alter, Digga, jetzt kommen aber Basisspieler hier ohne Ende. Hey, Gündogan ist da auch am Start, Leute, da, hinter dem Handy. Moment, ja, da sind wir ihn. Balde, unser Fotokorfer. Gracias. Balde, ist geil, Basis. Ich kann noch. Am Bauch fassen, diese Lockere. Guck mal. Am Bauch, Bock. So, ich kann noch. Mox danke für Würzen. Das ist der hier wie im Rausch. Diesen Vlog werden wir nie wieder toppen können, außer ich mache ein Interview mit Messi. Was ist das hier für eine Erfahrung? Oh, oh, da kommt Vinicius, Leute, in der Menschentraube. Digga, Dings, Digga, kennst du ihn doch bestimmt, oder? Wenig, kommt jetzt Dings, kommt jetzt Real? Chouameni, Camavinga. Übrigens, heute, das ist im letzten Vlog, das war ein Missverständnis. Ich habe gerufen, Vinicius Fuerte, ich habe nicht gecheckt, was die Barca-Fans geschrien haben. Also sonst hätte ich das niemals natürlich gemacht. Tut mir leid an dieser Stelle. Vinicius Weltspieler, der wird auch noch den Ballon d'Or gewinnen in den nächsten Jahren. Schau mal, wie viele da hinter mir sind, dann kommst du nicht ran. Okay, bei Messi wird es gleich komplett abgehen. Oh, da ist Jude. Da ist Bellingham. Oh, ach, krank, ey. Digga. Es wehtut. Malik, danke für 17. Felix, danke für 10. Ich dachte irgendwie, die sagen alle ja. Danke, ey. Ich würde mir ein Picture. Digga, bei Jude und Haran habe ich es nicht geschafft. Schade. Egal, Hauptsache Leo. Come on, come on, come on. Nee, oder? Feuerwehralarm. Das ist doch jetzt ein Scherz, kurz bevor Messi kommt. Bitte lass es jetzt nicht daran scheitern. Es wäre das Pech des Jahrtausends. Gucken ist trotzdem, nein, ja, das ist hart. Aber das heißt einfach so, Junge, ich mach genug Bilder, ich kann das nicht mehr tanken. Ich, nein, hör auf, bitte schnell. Okay, es ist vorbei, Gott sei Dank. Beckham, wie cool. Ich hab seine Doku übrigens. Mir gibt's safe auch 1000 solche Videos. Tim, danke für 3. Anders gefühlt, war richtig interessant. Es geht schon wieder der Feueralarm an. Ey, was ist denn los hier? David Beckham, Digga. Verdammt, wir werden alle hochgeschickt. Okay, ich versuche mich irgendwie trotzdem so hinzustellen. Oh mein Gott, da ist er. Da ist Leo, Leute. Wir sind so kurz vom Ziel. Wir werden ihn hochgeschickt. Da ist er. Neben seiner Frau. Das ist ganz todeshektisch, Leute, sobald Leo kommt. Bei allen anderen. Ach, weil Messi kommt, müssen die jetzt hoch. Durften wir unten bleiben und jetzt alle hoch. S'il vous plaît, Monsieur Dame, allez. S'il vous plaît. Da kommt, da kommt. Mach den Arm. Warte, den Arm. Da ist er. Messi. Dringe dich nach vorne, Anton. Da sind die Kinder. Oh mein Gott. Matteo. Warte, er kommt, er kommt. Boah, Digga, ich bin sogar nervös. Alter. Ja, er drängelt. Boah, also das Anton drängelt, ich hätte es niemals gedacht. Anton ist eigentlich der zurückhaltendste Mensch der Welt, ne? Oh mein Gott. Leo, da kommt er den Hund. Der Handschlag! Warte! Er will Faust geben! Warte mal. Da bist du es ja her, aber warte, was ich gesehen habe. Guck mal, Leo will Faust geben. Leo bittet ihm die Faust an. Jetzt! Ah ne, das ist ein Daumen. Oh. Auf jeden Fall will Anton reinhauen. Ich hab's geschafft. Digga, Anton ist so wichtig, dass er vorgedrängelt hat. Boah. Boah, wie wichtig ist, dass es noch eine andere Version gibt, also Perspektive? Gesehen, Digga, hat so ein breites Grinsen gehabt. Er wollte mir die Hand geben. Ich hab nur Chancen gegeben. Voll gechoked, Digga. War so hin und her. Oh mein Gott. Ja, Anton, wie er lächelt, Digga, wie er Funken in den Augen hat. Guck ich mal Anton an, wie glücklich er ist hier links. Voll gechoked, Digga. War so hin jetzt, und her. Ihn anguckt. Komm, wie ihn anguckt. Oh Gott. Oh, Leute, let's go. Oh mein Gott. Oh.
Ich lade die Daten jetzt erstmal dreifach hoch auf Drive, WeTransfer, alles, damit ist es sicher. Ich fasse es nicht. Ich gehe jetzt im Pressebereich hoch. Okay. Alter, ich hab's gesehen. Messi war bei Herkules. Hektisch das war. Ich hab gekämpft, Freunde. Ich hab geglaubt daran. Und es hat geklappt. Leute, lasst alle bitte Daumen hoch auf diesen Vlog. 100.000 Likes. Komm, wir schaffen das. Ey, das ist... Das geht in die Geschichtsbücher ein von meiner YouTube-Karriere, Digga. Und genau an dem Tag, wo er den 8. Ballon d'Or bekommt. Puh. Ich muss erstmal aufs Klo jetzt gleich. Ich kann nicht mehr. Boah, ich habe mir die Aufnahme gerade eben angeschaut. Ich, Dulli, habe ein bisschen mit meinem Kopf das Bild zerstört. Aber wenn man den Frame stoppt, dann hat man auf jeden Fall ein, zwei gute Shots. Und Jess, danke für zwei. Sieht auch, wie er Daumen nach oben macht, mir die Faust geben will und richtig lacht. Oh, Digga, Leute, was für eine Legendenaufnahme trotzdem. Boah. Geisteskrank, geistesgestört, Digga. Jetzt gehen wir wieder oben auf den Balkon und genießen die Gala. Und die Lichter gehen aus. Willi, danke für zwei Monate. Wieder gesund sind. Nein, nein. Leute, ich werde jetzt jede einzelne Millisekunde so genießen. Boah. Mir haben auch voll viele gesagt, congratulations, you made it. Also Leute, die mich gar nicht kannten, weil ich wirklich legit der Einzige bin, bei dem er so ganz gut stehen geblieben ist. Boah, sieht das episch aus, Mann. Es geht los, Leute. Ich muss ein bisschen leiser reden. Didi Drogba wieder als Moderator. Neben den anderen Agenturen. Das ist voll geil, da zu chillen. Messi top gerade. Einfach von oben. Du kannst einfach alle beobachten da unten, ne? Also alle Fußballer. Das war's, Leute. Messi da unten mit seinen Kindern. Ich durfte leider während der Zeremonie nicht filmen, aber ich hab's in vollsten Zügen genossen. Ihr habt's gestimmt. Digga, wie? Er durfte nicht filmen und Speed hat gestreamt. Alle im Livestream verfolgt und Leo auch mit extrem fairen und schönen Worten an Haaland, dass er es genauso verdient gehabt hätte und dass er es sicher in den nächsten Jahren gewinnen wird. Genauso auch an Mbappé. Und Glückwunsch natürlich auch an alle anderen Gewinner von heutigen Abend. Ich sage euch auch ehrlich, ich habe vorhin ein paar Tränen verdrückt, als ich dann das Ganze nochmal realisiert habe, was in den letzten Stunden passiert ist. Ich glaube, es wird aber noch ein paar Tage und Wochen brauchen. Leute, nehmt das Video auseinander auf YouTube. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tag für die Geschichtsbücher. Ciao, ciao. Krass, 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 krass. Sehr geil. Freut mich für Anton. Man sieht doch, wie viel ihm das bedeutet, ne? Ich weiß nicht, was mich so glücklich machen würde, ne? Ich hab keine Ahnung.